Wirklich? Ah, ja. Ja. Ja, genau. Schneider. Ja, ich habe Ihren Namen schon gehört. Hallo. So, dann ist die Akten des Mordes. Ja. Klempnermeister Bernhard Höchster, geboren am 26. März 1870 in Altenlotheim, Kreis Frankenberg. Damit Clara Höchster, geborene Goldstein, geboren am 24. Juni 1874 in Krefeld verheiratet. Das Ehepaar Höchster hatte zwei Kinder, die am 19. Februar 1902 in Essen geborene Bertha und den am 10. April 1906 in Gelsenkirchen geborenen Max. Bertha Höchster verzog 1920 nach Herbede. Max Höchster war mit der am 25. Dezember 1906 in Oberhausen geborenen Therese Höchster, geborene Servos, geschiedene Levi, verheiratet. Bernhard Höchster betrieb in Gelsenkirchen an der heutigen Feldmarktstraße 119 eine Klempnerei und ein Installationsgeschäft. Bei seinen Kunden war Bernhard Höchster als ordentlicher und fleißiger Handwerker bekannt. Er besaß auch eine Konzession zur Ausführung von Gasanlagen. Das Geschäft florierte. Neben zwei Gesellen beschäftigte Meister Höchster auch zwei Lehrlinge. Mit der Machtübergabe an die Nationalsozialisten im Januar 1933 war jedoch auch Bernhard Höchster und seine Familie als Juden von Boykotten, Ausgrenzungen und Diskriminierungen betroffen. Das Jahreseinkommen aus seiner Handwerkstätigkeit und dem Ladengeschäft, das 1933 noch ca. 6.000 Reichsmark gelegen hatte, sank in der Folgezeit erheblich. 1935 beschloss der NS-Staat, keine öffentlichen Aufträge mehr an jüdische Firmen zu vergeben und den öffentlichen Bediensteten und Parteigenossen wurde verboten, bei Juden einzukaufen. Die jüdischen Betriebe wurden auch von ihren Zulieferern isoliert, indem sich arische Lieferanten freiwillig weigerten zu liefern, durch reduzierte Rohstoffquoten der Kartelle und auch durch die Reduzierung der staatlichen Devisenzuteilung. In der Folge verarmte auch Familie Höchster zusehends. Als Bernd Höchster am 27. September 1938 starb, übernahm zunächst Sohn Max den Betrieb. In der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 kam es auch in der Werkstatt und dem Laden von Familie Höchster zu Zerstörungen. Die Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben vom 12. November 1938 schloss sich nahtlos an die Reichspogromnacht an. Es folgte am 3. Dezember 1938 die Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens. Die verbliebenen Betriebe jüdischer Inhaber wurden damit zwangsweise neuen nicht-jüdischen Eigentümern übereignet oder sie wurden aufgelöst. Der Besitz von Familie Höchster wurde von dem arischen Kaufmann Paul Klinkmann übernommen. Ab dem 1. Januar 1939 waren deutschen Juden das Betreiben von Einzelhandelsgeschäften und Handwerksbetrieben sowie das Anbieten von Waren und Dienstleistungen untersagt. Nach der Schließung des elterlichen Betriebes arbeitete Max Höchster bis zu seiner Deportation
im Januar 1942 als Klempnergeselle bei der Firma Adolf Klempner in Gelsenkirchen-Rotthausen. 1939 wurde den noch in Deutschland lebenden Juden auch die Mietrechte entzogen. Max und seine Mutter mussten ihre Wohnung verlassen und wurden laut Einwohnermeldekarte am 30. September 1940 in eines der sogenannten Gelsenkirchener Judenhäuser, eine Vorform des Ghettos, an der damaligen Hindenburgstraße 38, die heutige Rusemannstraße, zwangseingewiesen. Am 27. Januar 1942 wurden Max, Therese und Clara Höchter von Gelsenkirchen in das Ghetto Riga deportiert. Die Menschen wussten nicht, was sie am Bestimmungsort erwarten sollten. Einige Wochen vor der Deportation hatten die von der Deportation Betroffenen bereits Briefe erhalten. Darin wurde den Empfängern verschleiert, mitgeteilt, dass sie zur Evakuierung in den Osten eingeteilt sind und sich an einem bestimmten Tag mit dem erlaubten Gepäck für den Transport bereitzuhalten haben. Die Menschen glaubten zu diesem Zeitpunkt noch an einen Arbeitsansatz im Osten, wurden doch in den Briefen detailliert aufgelistet, welche Ausrüstungsgegenstände mitzunehmen sind. Schlafanzug, Nachthemd, Socken, Pullover, Hosen, Hemden, Krawatten, warme Kleidung, Nähzeug, Rasierzeug, Bettzeug, Medikamente und Verpflegung. Arbeit im Osten, daran glaubte man. Denn Arbeit bedeutet Brot und Brot bedeutet Leben, bedeutet Überleben, so dachten die meisten. Niemand konnte sich vorstellen, dass das alles nur Lug und Trug war. Perfider Teil eines Mordplans, den die Nazis Endlösung nannten. Noch kurz vor der Deportation hat Max Höchter bei der Firma Röhrscheid in Gelsenkirchen Handwerkszeug und Material gekauft. Er glaubte an einen Neuanfang als Klempner am Bestimmungsort. Die Waggons mit den wenigen Habseligkeiten der Verschleppten wurden jedoch bereits in Hannover abgehängt und haben den Bestimmungsort Riga nie erreicht. Clara Höchster, die in den Augen der SS als nicht mehr arbeitsfähig galt, sie war zu diesem Zeitpunkt bereits 68 Jahre alt, wurde bei einer der Mordaktionen, der sogenannten Aktion Dünnermünde, am 26. März 1942 in Riga ermordet. Max und Therese Höchster wurde nach Auflösung des Ghettos Riga in das KZ Kaiserwald in Riga überstellt. Therese Höchster starb im Juli 1944 im KZ Kaiserwald. Als die Rote Armee im Herbst 1944 näher rückte, wurden die Häftlinge auf dem Seeweg nach Stutthof bei Danzig verschleppt. Max Höchster ist am 1. Oktober 1944 im KZ Stutthof angekommen. Ende Januar 1945 wurde schließlich die Evakuierung des KZ Stutthof befohlen. Etwa 11.000 Häftlinge wurden in Kolonnen von jeweils etwa 1.000 Menschen auf einem Todesmarsch in das etwa 140 Kilometer entfernte Leber-Braunburg geschickt. Eine Kolonie, in der sich auch Max Höchster befand. Erreichte schließlich das bereits geräumte Zivilarbeiterlager Rybno-Rieden in Pommern, das ab dem 3. Februar 1945 als Auffanglager für Häftlinge aus Stutthof diente. Noch vor der Befreiung des Lagers Rieden am 10. März 1945 ist Max Höchster dort umgekommen. Die genauen Umstände seines Todes sind nicht mehr feststellbar. Leitschläge der Familie Höchster gehört und wollen diese Verlegung heute an diesem Ort in allen jüdischen Gebeten. Der muss eine Reise antreten und die muss er natürlich, er muss seinen Bestimmungsort vor Sabbatbeginn erreichen. Und er hat mich gebeten, hier an diesem Verlegeort das Elmal Rachamim zu singen, aber zumindest zu beten in einer deutschen Übersetzung. Elmal Rachamim, Gott voller Erbarmen, in den Himmelshöhen thronend.
Es sollen finden die verdiente Ruhestätte unter den Flügeln deiner Gegenwart. In den Höhen der Gerechten und Heiligen strahlen wie der Glanz des Himmels all die Seelen der 6 Millionen Juden, Opfer der Shoah in Europa, ermordet, geschlachtet, verbrannt, umgekommen in Heiligung deines Namens, durch die Hände der deutschen Mörder und ihrer Helfer aus weiteren Völkern. Sie, die gesamte Gemeinde, betet für das Aufsteigen ihrer Seelen. So berge sie doch du, Herr des Erbarmens, und schütze deiner Fittiche in Ewigkeit und schließe ihre Seelen mit ein in das Band des ewigen Lebens. Gott sei ihr Erdbesitz und im Garten Eden ihre Ruhestätte. Und sie mögen ruhen an ihrer Lagerstätte in Frieden und sie mögen wiedererstehen zu ihrer Bestimmung am Ende der Tage. Amen.